Was tun nach Fossil und Pandora? Mich würde von den anwesenden Juwelieren interessieren, wie man Misserfolg reflektiert. Vielleicht, Herr Geschwill, in erster Linie Sie haben ja schon einen Schritt vollzogen. Wann ist Ihnen aufgefallen, dass es einen Misserfolg gibt und wie reflektiert man und wie kommt man zu einem Ergebnis? Ich glaube, das ist vor allem in dem Zusammenhang wichtig, weil dann doch viele Händler, die gerade Schwierigkeiten mit Fossil haben oder mit anderen Marken haben, nicht wissen, was sie für Konsequenzen daraus ziehen sollen. Ja gut, wir haben ja dann halt auch gemerkt, dass vieles halt im Netz vertrieben wird, das Problem zu Dumpingpreisen. Wir haben uns von vielen Firmen getrennt, auch im Trendbereich, die im Netz extrem verschleudert wurden. Haben uns für wenige entschieden, die wir dann ausgelagert haben in ein anderes Geschäft, direkt gegenüberliegend von uns, das hat sich angeboten. Und wir werden jetzt auch dieses Jahr wieder aussortieren an Lieferanten, die einfach zu stark im Netz vertrieben werden und werden uns nur noch auf 4, 5 Lieferanten im Trendbereich konzentrieren, aber die richtig führen. Also das heißt, der Kunde, der zu uns kommt, hören wir ja immer wieder, haben wir sie gar nicht da, obwohl wir ja vieles da haben, gehen raus, kaufen es im Netz. Und das wollen wir jetzt vermeiden, indem wir wirklich hergehen und sagen, wir trennen uns von ein paar. Die wir führen, führen wir richtig im Vollsortiment, haben also fast alles am Lager. Machen das auch mit dem Rückgaberecht, haben wir jetzt auch, machen wir dieses Jahr mit innerhalb 30 Tagen können wir es zurückgeben. Ja, also geht auch, das mit den großen Lieferanten auch? Das geht, ja. Also das funktioniert auch und und wir werden jetzt nächstes Jahr das Trendhaus, obwohl das jetzt erst vor 5 Jahren komplett umgebaut worden ist, nochmal umbauen. Wir werden in den Store reinmachen, also mit anderen Artikeln noch dabei, Erlebniswelt schaffen, wir werden eine Prosecco-Kaffeebar einbauen, dass sich der Kunde einfach wohlfühlt bei uns und einfach diese Wohlfühlatmosphäre hat, die er im Netz nicht hat. Ja. Lassen Sie mich raten, das wird Trauring sein, oder? Auch Trauring, ja, speziell. Ne? Herr Lauferklitsch, wie haben Sie Misserfolg reflektiert? Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Nun, wir haben einerseits festgestellt, dass die Umsätze erst stagnierten, dann zurückgingen, sich ins Internet verlagerten. Das Ganze ging einher mit immer mehr sinkenden Durchschnittsumsätzen pro Kunde, weil ja die Firmen ein immer mehr Trading Down betrieben haben. Das heißt, die Durchschnittspreise der Artikel sind gesunken. Dadurch nahm aber natürlich trotzdem auch nochmal die Frequenz zu. Das heißt, die Kosten gingen nach oben, weil wir mehr Personal brauchten, um überhaupt da Schritt halten zu können. Und so ging die Schere eigentlich immer mehr auseinander. Steigende Kosten, sinkende Umsätze, immer weniger individuelle Auswahlmöglichkeiten beim Lieferanten. Wir sind einstmals gestartet, nicht um jetzt einen Trendladen zu machen, sondern wir wollten eigentlich jüngere Kunden gewinnen, um an das Stammhaus heranzuführen. Und geht jung ohne Trend? Sicherlich schwierig. Ja, ich glaube schon, dass das schwierig ist, aber wir haben zuletzt, wir sind ja nur in einer Kleinstadt und haben gemerkt, dass da durchaus auch eine gewisse Frustration über einzelne Marken herrschte, dass quasi alles immer gleich war. Und die Leute, wenn sie abends in eine Kneipe gegangen sind, haben die Mädels ein und dasselbe Schmuckstück halt 5-mal gesehen. Und wir haben jetzt im Grunde genommen das erste Weihnachtsgeschäft hinter uns, nur mit dem einen Geschäft, in dem wir auch noch Silber und Edelstahl führen, wo wir aber ganz klar den Fokus auf Kollektionen richten, die nicht internetaffin sind. Und Stellen waren überrascht, wie viel jüngere Leute doch auch in das deutlich edlere Haupthaus gekommen sind und dann dort wieder auch durchaus mehr Geld ausgegeben haben. Herr Ebersberger, da will ich gerade mal angreifen. Also das würde bedeuten, es gibt die Schwellenangst gar nicht. Na, für einen Kunden gibt es eine Schwellenangst in dem Moment, wo er das Gefühl hat, dass der Kaufdruck sehr hoch ist. Wenn ich einen Laden so einrichte, dass ich reingehe, mich umsehen kann und ein bisschen informieren und habe nicht das Gefühl, ich muss verkaufen, ich komme hier nicht mehr raus. Und diese Atmosphäre muss man schaffen. Man muss eine Vertrauensatmosphäre schaffen. Es muss, ich sage jetzt mal, wenn ich in ein Geschäft gehe, ich muss mich wohlfühlen. Das ist das Wichtigste. Und wenn wir das nicht schaffen, dann ist es ein Problem. Und was jeder für Ware führt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wir haben einen kompletten Umbruch, nicht bloß bei den Marken, sondern generell vom Kaufverhalten her. Das stellen wir auch fest. So zum Beispiel, glaube ich, habt ihr sogar gemacht, eine Umfrage in Stuttgart und plötzlich war der rote Teppich bei Christ ein Thema, was ja, keiner gedacht hätte. Und die Hintergrundmusik auch. Hintergrundmusik. Und man muss halt einfach,
Wenn man halt sein Geld ausgibt, kann man überall ausgeben. Man muss den Kunden eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Also vermissen Sie im Uhrenschmuckhandel den Fokus auf den Konsumenten? Also wäre das Ihr Ansatz, dass Sie quasi den Juwelieren raten, Mensch, vielleicht ist diese Entwicklung 2018 eine Reaktion darauf, dass ihr euch zu wenig um die Konsumenten gekümmert habt? Ja, also mal gefährlich, wenn ein bisschen Kritik gibt, aber man muss schon noch ganz offen sagen, es war ein sehr leichtes Geschäft die letzten 10 Jahre, es braucht sich niemand beschweren. Sie haben bei manchen Märkten eine Drehung gehabt, da träumt man halt davor. Und es hat jeden, der ein bisschen vernünftig gedacht hat, hat man irgendwann wissen müssen, das hört auf. Was keiner voraussehen konnte, glaube ich, was vieles entschuldigt ist, dass das so abrupt gekommen ist. Dass man also wirklich von heute auf morgen plötzlich diese Schnitte gemerkt hat und plötzlich den Kunden nicht mehr einschätzen kann, wann er kauft oder so. Und dass man einfach wieder, ich sage immer so back to roots, zurück zu den Wurzeln, wieder der Handwerker, wer weiß halt, welche jungen Leute wissen, dass es einen Uhrmacher gibt oder einen Goldschmied oder dass ein Uhrband gewechselt werden kann, sage ich jetzt einmal. Und dass man eine Uhr auch pflegen muss oder ein Schmuckstück. Und das, glaube ich, ist die neue Aufgabe. Und dann ist man nicht Angst, es ist schon immer Schmuck getragen worden, seit der Steinzeit. Herr Schell, wie gehen Sie damit um? Also was heißt das für Ihre Ausrichtung? Wie werden Sie in die Zukunft gehen? Herr Ebersberger hat es kurz angedeutet gehabt. Im Prinzip, Herr Ebersberger, waren Sie ja die Antwort bis vor 5 Jahren. Also man musste nur den Herrn Ebersberger ins Geschäft einladen. Dann haben Sie dafür gesorgt, dass der POS so aufgebaut wird, dass es dem Konsumenten gefällt. Und dann kam der Erfolg automatisch. Das funktioniert ja nicht mehr, Herr Schell. Was bedeutet das für Sie jetzt im dörflichen Umfeld, wenn ich das mal so sagen darf? Gut, ich sehe jetzt auch, die zwei Herren sind mir ein bisschen voraus. Ich sage, 2018 wird es für mich auch das Jahr geben, wo ich mich von vielen Firmen trennen werde. Das Positive bei uns, ich bin Goldschmied. Wir bringen eine eigene Linie mit Schwarzwaldschmuck raus, wo wir ja einfach auch andere Wege gehen. Und so versuchen wir auch, den entgegenzusetzen. Ja, reicht es? Was ich sagen muss, mit Pandora und mit Savo habe ich immer noch 2 Firmen, wo ich den meisten Umsatz mitmache. Naja, aber können Sie mit Pandora rechnen? Also langfristig? Unsere Stadt zu klein, dass Sie einen eigenen Store aufzumachen, dass Sie da einen eigenen Store aufmachen. Klar finde ich das nicht toll, was die in großen Städten abziehen. Herr Ebersberger, Sie haben vielleicht einen weiteren Blick auch in Richtung Entwicklung der Lieferanten. Wie lange kann sich der Herr Schell sicher fühlen, dass er trotz kleiner Stadt diese Marke behält? Wenn man Unternehmer ist, ich glaube, das wissen wir alle, muss man immer Plan A und Plan B haben. Und das ist manchmal übersehen worden und wir so schön sagen, solange man das Geschäft machen kann, soll man es machen und wenn es nicht mehr funktioniert, muss man sich was anderes einfallen lassen. Das ist die Kreativität des Unternehmens. Und wenn ich den Herrn so her, jeder reagiert und reagiert richtig und so muss es sein. Man darf sich nicht meinen, jetzt geht die Welt unter, weil ich Pandora nicht mehr habe. Ich habe damals immer gehört in der guten Zeit, Herr Ebersberger, wir wollen Sabo und wir bekommen es nicht und. Dann sage ich mal, müssten es 3/4 der Juweliere aufhören, weil sie kein Sabo haben. Und ist auch gegangen. Vielleicht ist es manchmal besser, wieder neue Herausforderungen, neues Denken, neuer Schwung und dann geht's auch. Also mir ist da überhaupt nicht Angst. Aber es ist eine Herausforderung und für das ist ein Geschäftsführer da oder ein Unternehmer. Und da müssen wir so denken. Herr Schmidt, ich stelle mir vor, dass Ihr Leben sehr viel einfacher ist. Sie haben diese heilige Liste, wie ich es immer nenne, von der Diadoro-Gruppe. Da sehen Sie ganz genau, wie Sie und wie Ihre Kollegen von der Diadoro-Gruppe performt haben mit den einzelnen Marken. Darauf können Sie sich einrichten, sprich Sie sehen, Sie können die Gesamtliste mit Ihrem Standort vergleichen und können dann Entscheidungen treffen, die Ihnen unter anderem in der Kommunikation mit dem Lieferanten helfen. Ist es einfacher für Sie? Ja, definitiv. Also es ist so, dass wir ja monatlich die Zahlen der ganzen Gruppe haben, die Stückzahl abverkauft, die wertmäßigen Abverkaufszahlen. Und wir haben auch gegenüber den Lieferanten in den Gesprächen mit den Lieferanten, weil es gibt keine Konfrontation bei uns, sondern es gibt eine Zusammenarbeit mit den Lieferanten, sodass wir auch mit 80 Geschäften natürlich anders dastehen, als wenn man, wie ich in Westerstede, mit 15.000 Einwohnern als Alleiniger da mit Herrn Fossel sprechen muss. Es ist eine große Erleichterung. Das befreit uns selbstständige Unternehmer aber nicht davon, Entscheidungen vor Ort zu treffen, weil die Entscheidungen in Bottrop
ist anders als die Entscheidung in Westerstede oder irgendwo anders in der Gruppe. Nur wir bekommen in dieser Gruppe A diese Trends wesentlich schneller mit. Wir können untereinander kommunizieren. Und ich denke, die Herausforderung ist gar nicht mal so groß, was kommt nach Fossil, was kommt nach Pandora, sondern wie verliere ich nicht meine Kundschaft? Das heißt, meine größte Intention war, wie schaffe ich es, den Kontakt zu meinen Kunden und zu meinen jungen Kunden zu erhalten und auch dann zu kommunizieren, hey, ich habe was Neues, ich weiß, auf dem Markt gibt es den und den Trend und das kann ich kommunizieren. Und das fehlt den meisten Händlern noch, da effektiv über Newsletter, über andere Wege mit den jungen Kunden zu kommunizieren. Also für Sie ist die Diadoro-Gruppe auch deswegen bedeutend, weil Sie einfach die Marketing-Tools haben, die jetzt ein Einzelkämpfer aus Schwetzingen oder aus Aachen nicht hat. Eindeutig. Wenn Sie ein starker Einzelkämpfer sind, eine gute Kundenkartei haben, viel Geld für Marketing ausgeben können als Einzelner, dann ist das auch okay. Nur eben für uns ist das ein ideales Instrument. Ich kann es wirklich, bin mit Freude dabei. Und ich merke auch, die jungen Kunden nehmen auch diese freudigen Sachen mit Geburtstagsmailing und Bonusauszahlungen und so weiter, nehmen die super wahr. Das Neueste ist eben jetzt, dass wir in dieser Gemeinschaft ein riesiges Webshop-Projekt auf die Beine gestellt haben, was auch da wieder die Signale setzt, hey, wir sind kein Kondolenzunternehmer, sprich, wir begleiten die Kunden nicht bis auf den Friedhof und dann ist Schluss. Und die Älteren und die Jüngeren kommen nicht, sondern wir bekommen sie auf dem Smartphone, auf dem Tablet. Es macht viel Spaß. Also das heißt, die Möglichkeiten der Diadoro-Gruppe haben Sie dazu gebracht, dass Sie jetzt näher am Konsumenten dran Eindeutig, sind? Eindeutig, ja. In der Hosentasche, auf dem Smartphone. Herr Geschwill, der Herr Schmidt hat es so ein bisschen angedeutet. Jetzt ist die große Frage, dass man nicht den Teufel mit dem Belzebub austreibt. Wie gehen Sie denn auf der Suche nach Marken, wenn Sie Marken wollen, vor oder nach Sortimenten? Gibt es da eine Richtschnur, wo Sie sagen, das könnte meine Zukunftsidee sein? Oder wünschen Sie sich eine Abverkaufsliste, so wie sie der Herr Schmidt hat? Klar, so eine Abverkaufsliste ist schon bestimmt ganz toll, aber also wir suchen uns schon, ganz ehrlich, eher ein kleinerer Lieferant raus. Ja? Der muss jetzt nicht unbedingt so bekannt sein. Ja? Klar, wir haben auch Thomas Sabo und Swarovski und so Zeug. Ja. Funktioniert auch bei uns ganz gut. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben durch diese zwei Geschäfte eine tolle Symbiose geschaffen. Ja. Also unsere junge Kundschaft wandert nicht ab. Ja. Wir haben jetzt ganz oft, dass Kunden zu uns in so einen Fashion-Store reinkommen, sage ich, suche einen Verlobungsring. Ja. Die sich bei mir jetzt, sagen wir, gar nicht so reingetrauen würde, weil sie denken, oh Gott, der hat eine Sache drin, ab 1000 Euro aufwärts. Ja. Die gucken ja gar nicht so genau. Die gucken kurz ins Fenster, sehen die Preise, aber dann, wenn sie mal genau hinschauen, haben auch Ringe für 300, 400 Euro Verlobungsringe. Ja. Dann gehen sie rüber, sagen sie, wir müssen mal rüber zu uns ins Haupthaus, der hat die, ja. Wir haben die. Ja. Und da, es ist schwierig, die Trend komplett aufzugeben für uns, ja, weil uns wandern die junge Kunde ab dann. Das Thema Verlobungsring, richtig erfolgreich, toll im Markt angekommen, aber der Konsument weiß schon, dass es bei Ihnen Verlobungsringe gibt. Ja. Wie können Sie denn den Kunden überhaupt ansprechen, so wie der Herr Schmidt das eben versucht hatte oder macht mit den Tools, die ihm die Verbundgruppe gibt? Ja gut, meine Frau ist sehr aktiv im Facebook, ja, das pflegt sie sehr und die anderen Netzwerke, ich kenne mich da nicht so aus, ich bin nicht so der Computerfreak, ich bin eher der Handwerker und der Kaufmann, aber wir werden jetzt zum Beispiel auch unsere Internetseite überarbeiten, ja, das heißt, wir werden keinen Online-Shop starten, das wollen wir gar nicht, da gibt es zu viel Konkurrenz, ja, da können wir gar nicht dran an das Ganze. Aber wir wollen unser Produktfolio komplett auf unserer Internetseite abgebildet haben. Ja. Es ist heute so, die Jugend geht heute ins Handy, guckt auf Facebook, Verlobungsring, Schwetzingen. Ja, dann gehen sie vielleicht bei uns auf die Seite, Juwelier am Schloss, sehen aber nichts. Ja. Dann wird sofort weitergescrollt, irgendwann finden sie einen Juwelier, der hat es abgebildet. Und da muss man einfach dem Kunden zeigen, was haben wir. Ja. Wir haben den Verlobungsring ab 300 Euro bis 20.000, sage ich mal. Ja. Und dann ist es vielleicht auch für den Kunde ein Grund, bei uns ins Geschäft zu kommen. Ja? Wir wollen den auch nicht übers Netz verkaufen, das will ich nicht. Ja? Und so werden wir das auch jetzt in Zukunft handhaben. Und wir machen es gut, also läuft sehr gut alles.
Herr Laffer, muss man Geld in die Hand nehmen. Ja? Also Internetseite kostet richtig Geld. Mhm. Klar, ist immer schwierig, viel Geld in die Hand zu nehmen. Ja? Nächstes Jahr der Umbau, der kostet uns auch wieder riesig Geld. Ja? Aber wenn ich nur in meinem Laden und in meinem Büro sitze und nichts mache, funktioniert da nichts. Ja? Und wenn Sie nach 5 Jahren schon wieder umbauen können, dann heißt das, dass die 5 Jahre wohl auch insgesamt genau. ertragreich waren. Genau. So. Herr Laffer-Klitsch, die Frage, dass man nicht den Teufel mit dem Belzebub austreibt, wie gehen Sie vor? Haben Sie eine Richtschnur, wie Sie sich neue Themenfelder oder neue Sortimenten oder neue Marken ins Geschäft holen? Gut, also für uns steht ja im Fokus in erster Linie Stärkung des eigenen Ateliers. Das war schon immer stark, aber da sehen wir definitiv unsere Kernkompetenz auch über die eigentliche Stadt hinaus. Wir wollen bewusst ein bisschen anders sein. Das heißt, große Marken machen bei 30.000 Einwohnern für uns jetzt keinen Sinn. Das heißt, wir versuchen in Top-Qualität auch Gestaltungen zu zeigen, die es nicht an jedem Baum gibt und versuchen, das natürlich auch zu kommunizieren. Das ist sicherlich der etwas mühsamere Weg, als jetzt eingeführte Marken aufzunehmen. Aber wie gesagt, wir haben keine guten Erfahrungen gemacht damit, wenn, also auch gerade aus dem Trendbereich heraus, wenn dann Mindestabnahmemengen etc. sind und wir wollen kein Geschäft über den Preis machen. Was also bedeutet, wir müssen irgendwo anders Begehrlichkeiten wecken. Und das sehe ich in erster Linie über Gestaltung. Und wir wollen zusammenarbeiten mit partnerschaftlichen Lieferanten, die also nicht konzernabhängig sind. Auch damit haben wir deutlich bessere Erfahrungen gemacht, wenn man zum Beispiel German Finest Gruppe oder sowas nimmt. Naja, das ist High-End. Ja, aber da macht die Zusammenarbeit Spaß, ja, weil man auch irgendwie auf Verständnis trifft seitens des Lieferanten. Und, weil Sie das Gefühl haben, dass diese 5, ich weiß nicht, wie viel Sie von den 5 haben, wie viel Sie führen von den 5, aber dass Sie das Gefühl haben, die gehen mit Ihnen mit. Also das ist ein Weg, den die echt mit Ihnen gemeinsam gehen wollen. Ja, ganz klar, ja. Herr Schell, wie gehen Sie in die Zukunft? Also was für Hauptargumente spielen eine Rolle. Sie haben schon angesprochen, ganz klar, Fokus Goldschmiede. Trotzdem werden Sie sich ja auch beschäftigen mit der Frage, wie kann man für alle Fälle gewappnet sein, wie kann man heute anfangen oder wie hätte man vor 5 Jahren anfangen müssen, die großen Alternativvarianten aufzubauen. Also vor fünf Jahren auf keinen Fall. Da lief noch alles prima mit den großen Firmen. Wir sind auch verschieden aufgestellt. Wie gesagt, vorhin Goldschmiede, dann eine eigene Schmuckkollektion. Und was ich auch habe, ist, oder was wir auch haben, sind zum Beispiel Designschmuck. Also da bin ich auch immer auf der Inno-Agenda jedes Jahr und suche mir da jemand aus. Und da haben wir auch schon wirklich einen schönen großen Stamm, wo wir uns halt einfach abheben. Und da muss man zurzeit schauen, einfach Schmuck zu präsentieren, wo es nicht an jeder Ecke gibt, wo man selbst im Netz suchen muss, bis man sowas findet. Ja, dann geht es halt auf Werbung mit Instagram, Facebook. Das sehe ich auch für sehr wichtig, um die neuen jungen Kundschaft bei uns zu behalten. Und wie schaffen Sie es letztendlich, diesen Kunden zu erreichen? Ja, zum Beispiel haben wir jetzt an Weihnachten haben wir in Instagram und Facebook einen Adventskalender gemacht. Wir haben jeden Tag ein neues Schmuckstück eingestellt, entweder mit Bild oder Film. Und ja, es ist schon ein Erfolg da. Zum Beispiel jetzt mit unserer Schwarzwald-Kollektion. Die habe ich nirgendwo anders beworben wie auf Facebook und Instagram. Und da haben wir schon richtige It-Pieces mit dabei und es macht Spaß. Sammeln Sie Adressen Ihrer Kunden? Ja, aber da sind wir jetzt dieses Jahr auch neu dabei, das wieder frisch aufzustellen und ja, auf alle Fälle, ganz wichtig. Wie sind die Erfahrungen, Herr Schmidt, aus der Möglichkeit der Diadoro-Gruppe, Adressen zu sammeln, Kunden zu Stammkunden zu machen? Funktioniert das oder ist das vielleicht für den einen oder anderen Verbraucher auch einfach nervig? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr begrüßt wird von den Kunden, weil das ist eine Art Wertschätzung. Du bekommst eine Kundenkarte oder kannst eine Kundenkarte von uns bekommen. Die Zuteilung erfolgt ja nicht irgendwie individuell auf der Straße, sondern bei uns im Geschäft meist nach einem Erstkauf. Und die Kunden fühlen sich nicht nur bei der Übergabe der Kundenkarte irgendwie gut betreut, nur dann eben auch in der Nachversorgung mit Informationen
also bei uns durchweg positiv. Selbst das, das Angeben des Geburtsdatums, wo wir erst einmal gedacht haben, oh, weia. Also es ist ja so, dass diese Adressen nirgendwo rauswandern aus dem System. Sie werden nur zur Kommunikation mit den Kunden verwandt. Und wir mit unserem kleinen Geschäft haben jetzt mittlerweile 2500 Geburtstagsgutscheine, die wir im Jahr verschicken. Alles über das zentrale System. Und es kommen sehr, sehr weit über 50% dieser Gutscheine zurück. Natürlich mit einem Lächeln und mit dem Wunsch, diesen Gutschein auch einzusetzen. Also wir haben da sehr große Erfolge mit den Kundenkarten. Und die Ertragsrechnung bei Gutscheinen, das wissen wir, ist sehr gut. Passt. Ja. Würden die Österreicher sagen. Wie viel Prozent der Gutscheine werden nicht eingelöst? Ja, das ist ganz interessant. Wie viel Prozent der Gutscheine werden, wenn ich gesagt habe, über 50 kommen zurück, dann sind weniger als 50%, die nicht eingelöst werden bei den Geburtstagsgutscheinen. Interessant ist es, dass wir auch diese Bonusgutschriften, die wir einmal im Jahr verschicken. Zum Jahresanfang wahrscheinlich? Zum Jahresanfang, um eben den Januar, Anfang Februar ein bisschen zu beleben. Das ist das größte Fund. Das heißt also, jeder unserer Kunden bekommt einen Bonusbrief zugesandt. Wahrscheinlich von 2-3%? Oder wie viel versprechen Sie dem? Für 3-7 läuft ja die Kundenkarte. Das heißt, jeder Kunde kriegt bei seinem Kauf auf sein Jahreskonto 3%. Bis 7 in den höheren Preislagen. So. Und jeder dieser Kunden kriegt Anfang Januar diesen Bonusbrief. Von Mini-Boni 1,75 € bis hoch über 300, 400. So. Und das Witzige ist, da könnt ihr jetzt einen Strich drunter machen und sagen, oh Gott, das sind ja 30.000 € Boni im Jahr, die wir da... Nein, davon wären auch nur 12 eingelöst. Aber alle anderen haben diesen Brief auf dem Frühstückstisch liegen und sagen, wow, ich kriege Geld zurück. Ob sie es einlösen, das kennen Sie vielleicht auch beim Herrenausstatter, man läuft da nicht immer hin mit dem Boni. Die Frage ist auch, wenn Sie es einlösen, welchen Bon lösen Sie ein? Also dann werden Sie ja nicht für 1,75 € einkaufen, sondern für 20 €. Naja, dann hat es sich ja schon gelohnt. Es hat sich immer gelohnt, ja. Was also für eine Quote haben Sie? Haben Sie das mal ausgerechnet? Bei uns liegt das so, dass wir ungefähr im Vergleich zu der Summe bei ca. 30% Zusatzverkäufe sind. Von denen, die also, es eingelöst haben? Ja, das ist richtig. Herr Geschwill, lassen Sie uns mal über Diamanten sprechen, weil es ja auch ganz interessant ist. Sie sind ja nicht nur der Fossilmann, sondern Sie sind ja auch der Schaffradmann. Jetzt auf einmal haben Sie Möglichkeiten bekommen durch die Trennung von Trend wieder der Goldschmied und der hochwertige Goldschmied zu sein. War das absehbar früher? Hätten Sie gedacht, dass Sie so viel Goldschmied wieder werden? Gut, ich muss sagen, ich habe mit dieser Trendwelle haben wir ja alles mitgemacht, muss aber dazu sagen, ich bin nie ganz auf Trend gegangen. Ich habe also nie den Essschmuck außer Acht gelassen. Wir haben immer Gold, Brillante, haben wir immer im Fenster gehabt, auch wenn oft gar nichts damit gegangen ist. Ja, aber ich muss sagen, es ist so mein Beruf. Ich bin Goldschmied und Gensabo-Verkäufer, sage ich mal. Ja. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, ich lasse das nicht aus dem Auge raus, das Gold. Und es hat sich gelohnt. Meine Kunden, die trotzdem hochwertig gekauft haben, die sind nicht abgewandert. Viele meiner Kollegen, was ich auch schon beobachtet habe, die haben sich dann völlig auf diesen Trend eingeschossen, haben ihr Hochwertiges abgegeben oder gar nicht mehr weitergeführt. Oder denn es sind die Kunden abgewandert. Naja, aber ja. Was hat Ihr Steuerberater gesagt? War das Lager zu groß für ihn? Klar, sind die nicht begeistert. Die Banken sind oft nicht begeistert, wenn die sagen, Mensch, habe ich hier Lager. Aber ich muss sagen, es hat eine Weile gedauert, aber wir drehen unser hochwertiges Lager. Wir arbeiten mit German's Finest, mit 4 Firmen zusammen. Ja, und wir drehen, einmal im Jahr drehe ich mein Lager. Ja. Im hochwertigen ja, Bereich? Ja, im hochwertigen Bereich. Ja. Und Sie haben auch mal einen Halbkarat auf Lager liegen? Ich habe Halbkarat bis 3 Karat habe ich da. Ja. In Schwetzingen? In Schwetzingen.